Peter, hallo. Hallo. Wartestelle geht ab. So früh. Denkt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ah ja, super. Willst du einen Kaffee? Oh, ich habe ja gar keinen mehr. Wir gehen nachher auswärts einen nehmen. Nein, schon gut. Und, wie geht's? Ich meine... Eigentlich gut. Noch. Ja, heutzutage kann man da sicher etwas machen. Wir können ja alles mit den Augen lasern. Ja, nur am Anfang. Los, aber wegen dem bin ich nicht gekommen. Ich muss etwas mit dir besprechen, familienmässig. Was denn? Du hättest ja auch zu uns auf Hönken kommen. Oder Martin Ockert? Nein, das kommt nicht in Frage. Jetzt ist es endgültig, jetzt ist es soweit. Meinst du auch deine Augen? Also, da hör mir jetzt mit den Augen auf, aber blinder Tattenkreis kann so eine Firma nicht leiten. Ja, aber es ist doch noch nicht so schlimm. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Jemanden, der meine Arbeit macht. Okay, verstanden. Aber wer ist denkt? Thomas, das war doch immer dein grösster Wunsch, oder? Ja. Was meinst du? Ja, er hat jetzt sein Lied gemacht, erfolgreich. Ach, hör auf. Gut. Es freut mich. Mir hat er nichts davon gesehen. Ja, weißt du, vielleicht hat er einfach nicht daran gedacht. Du siehst nur mal, was der für ein Verhältnis zu mir hat. Nein, du, das ist hoffnungslos. Meinst du, das hat Zukunft? Was ist das? Mero, Baubeschläge, Amriswil. Kaufst du die auf? Mhm. Und wenn ich die ausgehöhlt habe, dann verkaufe ich die wieder. Komm mal rüber. Wieso? Komm zu mir. So recht? Sehr recht sogar. Sag mal, bin ich dir zu alt? An dir interessiert mich nur dein Geld. Das ist ja gut, Geld habe ich ja. Das dachte ich mir doch. Sag mal, wieso hast du in einem Asylprojekt von Thomas mitgemacht? Du willst doch nichts verdienen. Wieso hast du denn mitgemacht? Er ist ein guter Mensch, will er sein. Mhm. Und du? Na, natürlich. Das ist mein größter Traum. Ein guter Mensch sein. Dass du dir ausgerechnet Thomas ausgesucht hast. Was kannst du mit ihm denn gegen Blanc erreichen? Das ist mein Joker. Du solltest zum Psychiater gehen. Jemand mit so einem gewaschenen Vaterkomplex wie du hast, das ist doch total verschwendete Energie. Im Gegenteil, das gibt Energie. Jemanden unglücklich machen, das ist doch meine Spezialität. Mir wäre lieber, du würdest Thomas dabei aus dem Spiel lassen. Wieso plötzlich die Bisshemmige? Ich weiß nicht, einfach so ein Gefühl. Thomas, lass ich mich gerne mit dir reden. Ja, heute noch, wenn's geht. Und? Was trinkst du? Bier? Ja, gern. Und wie läuft's? Gut, einmal in der Kanzlei. Ich hoffe, sie lesen jeden Wunsch von den Lippen ab. Ja, sie sind total nett und helfen mir, wo sie können. Das ist recht. Was war denn so drin? Ach, warte ab. Ich habe nicht viel Zeit. Ich bin total im Stress. Du bist immer im Stress. Das ist falsch. Mach's wie nie. Ich habe immer Zeit. Ja, dann schaust du doch das mal an. 17 Dossier von Asylsuchen. Die können sicher noch oben warten. Nein, das sind verdammt dringende Fälle, die sind sich am Verstecken. Die werden sonst ausgeschafft. Ah ja. Verstand. Ich weiss echt nicht mehr, was ich machen soll. Was machen? Das könnte da bleiben. Das sind die ärmsten Siechen, die ich je gesehen habe. Wenn die zurück müssen, dann kommen sie in den Knast, werden gefoltert oder sogar umgebracht. Schrecklich. Wer ist der zuständige Richter? Der Jungs. Ich weiß nicht, ob das der richtige Job ist für mich. Es ist aussichtslos. Ich habe keine Chance. Überhaupt nichts ist aussichtslos. Du bist begabt. Du musst kämpfen. Gegen Windmühlen. Ich habe eine Idee, wie du in dieser Sache weiterkommen. Bleibst du zum Essen? Blöde Frage. Natürlich bleibst du zum Essen. Ich muss geschwind. Hier oben etwas holen für dich. Er ist in der richtigen Stimmung. Total am Anschlag. Gute Basis. Huch. Der wartet unten. Sabina.
Wir fangen noch nicht an. Wir beten noch zu Gott. So. Beten. Beten. Vater unser, der du bist im Himmel. Noch nicht essen. Wir danken zuerst fürs tägliche Brot. Gib uns unser täglich Brot. Also, mein Gott, ist das schwierig. Ja, das hat man dann davor. Jetzt hört einmal zu. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr hier in unserer Gemeinde... Lisbeth, was machst denn du da? Also, du könntest dich auch anmelden. Ich bin am Arbeiten. Ja, guten Abend miteinander. Ich bin die Schwägerin vom Hetfahrer. Sie verstehen kein Schweizerdeutsch. Ah, nicht so. Aber das Vaterunser beten, das müssen Sie dann mit. Das sind doch alles Moslems. Ja, aber Sie sind jetzt da in unserer Gemeinde und haben sich auch anzupassen. Wieso machst du das? Also, warum bist du gekommen? Du, können wir mal um hier reden? Ja, bitte. Mir nimmt einfach Wunder, warum dass du plötzlich so wohltätig bist. Plötzlich? Ich bin Pfarrer Lisbeth. Ich mache nichts als meine Pflicht. Ah. Und warum verkaufst du das am Bülacher Tagblatt? Hättest du ja können zu mir kommen. Warum? Ja, weil wir solche Storys viel besser aufmachen. Das ist doch eine brisante Sache. Politisch, oder? Nein, es geht in dem Artikel nur um meine Person. Darum bin ich ja auch auf dem Titelblatt. Da steckt etwas anderes dahinter, Ulrich. Das sieht man es wieder mal. In unserer heutigen Zeit glaubt niemand mehr an die nächste Liebe. Immer muss etwas dahinter stecken. Bei dir, Ulrich, glaube ich nicht an die nächste Liebe. Das wäre immer ganz etwas Neues. Es ist aber so, Lisbeth. In der Barmherzigkeit liegt das grösste Glück für einen selber. Indem man anderen hilft, hilft man sich selber. Nichts gibt einem mehr Befriedigung. Auch du wirst es noch entdecken, meine Liebe. Deine was? Oh nein, jetzt bist du aber glaub, total durchgeknallt. Jetzt ist dir dein Titelblatt ein bisschen in den Kopf gestiegen. Und ich fräse extra auf das Winkel hinten, weil ich denke, hey, schau jetzt da, der Ulrich ist immer noch für eine heisse Überraschung gut. Oh. Und jetzt kommst du mir mit Barmherzigkeit und dem ganzen Schmuss. Ha? Nein, ich bitte dich. Du, ich bin Journalistin, nicht Betschwester. Du da mit deinen Muslims weiterbeten. He? Ach, übrigens, Ulrich, viel Glück. He? Herr Pfarrer Ulrich? Jetzt habe ich gerade gar keine Zeit für Sie. So, keine Zeit für mich. Auch wenn Sie Pfarrer sind, auch Sie können sich nicht alles erlauben. Wie meinen Sie das? Unter dem Deckmantel von Kirche kriminelle Handlungen. Kriminell? Was ich da mache, ist kriminell. Genau, genau schon. Was würden Sie denn mit diesen Leuten machen? Ausschaffen? In den Tod schicken? Ich muss mich nach dem Gesetz. Also das da wird Konsequenzen haben. Excuse, mein Name ist Reiser, ich bin vom Express. Was für Konsequenzen wird das haben? So herzlos. Der Thomas wartet unten und leidet und leidet. Und du verführst mich. Diese 5 Minuten hat er ja wohl warten können. An was leidet er denn schon wieder an uns? An seinen ewigen Dossiers, dass er die Ausschaffung nicht verhindern kann. Dann hilf ihm doch. Du bist ja gerade dabei. Wird nur immer unterbrochen. Sogar beim Wohltätig sein. Thomas, es tut mir leid, dass ich dich so lange warten lasse. Ja, das ist schon gut. Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht zum Schicksal dieser Menschen, für die du dich so engagierst. Man kann nichts machen. Ich finde nichts, keine Lücken im Gesetz. Es ist alles so stur. Ja, schau mal hier zum Beispiel. Der hat 2 Kinder und eine Frau, die krampft und putzt, um alle durchzubringen. Jetzt wollen sie die ganze Familie ausschaffen. Also da, eine junge Frau. Ihr Vater lebt in der Schweiz. Im Senegal hat sie gar niemand mehr. Jetzt ist sie volljährig, jetzt muss sie raus.
Ja, ich meine, wir machen unseren angenehmen Abend. Du bist ja eine richtige Stimmungskanone. Einen angenehmen Abend? Schau dir das mal an. Ich habe ja gesagt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Das gibt eine Lösung. Gib ihm Richter Dehrungs das Gouverne und dann hat es. Und der Frick weiss, welche Hebel man muss bewegen, damit Flüchtlinge in der Schweiz bleiben können. Wir konfrontieren ihn mit seiner Vergangenheit. Juri, wirst du alles machen, um das Menschenleben zu retten? Ja. Alles? Also ich würde mich vielleicht nicht gerade umbringen, aber in Gefahr begeben würde ich mich schon. Hat etwas Illegales? Lass mal. Was meinst du, wer hat uns damals geholfen? Ich meine, wer hat den Migranten versteckt und durchgefüttert? Politiker vielleicht? Ja, klar. Und das war auch während dem Krieg. Ja, für viele ist jetzt auch Krieg. Ja, das stimmt. Aber du weißt ja gar nicht, du weißt ja gar nicht, um was es geht. Offenbar um eine Gewissensfrage. Frag dein Gewissen und nicht das vom Staat. Ja, aber mein Gewissen liegt nicht da wie ein offenes Buch. Was meinst du, haben wir denn alles gemacht, Thomas? Wir haben Pass gefälscht, Menschen geschmuggelt, Essen gestohlen, Beamte bestochen. Ja, wir hätten es sonst überlebt. Oder wir wären unsere Angehörigen über die Grenze gekommen. Aber jetzt mal Tacheles. Was musst du denn machen? Etwas, was mich meine ganze Anwaltskarriere kennt, kostet. Auf einen Klopf. Etwas, was ich nicht dazu stehen kann. Menschlich nicht. Dann mach's nicht. Aber auch etwas, was Menschenleben retten könnte. Ja, dann musst du gut überlegen. Danke, Jori. Was meinst du, was mache ich die ganze Zeit? Hallo, Leute. Herr Pfarrer, grüezi. Was? Pfarrer Ulrich hat uneheliches Kind und hielt sich Geliebte in Moskau. Was soll ich jetzt machen, Thomas? In Winkel hebt jetzt sowieso niemand mehr zu mir. Verstehen Sie, was das heißt? Ja? Dass es ab sofort aus und fertig ist mit dem Killenasyl. Nein, da kann ich nichts machen. Wenn der Polizist wiederkommt, dann lade ich ihn durch. Sehen Sie das Gesetz? Haben Sie verstanden, Thomas? Aufgelegt. Schön, hä? Sorry, Ori, ich habe jetzt keine Zeit zum Musik hören. Ich habe ein Zeichen von oben bekommen. Ich weiss jetzt, was ich machen muss. Wegen dem Rabbi da? Das ist kein Rabbi, das ist ein Pfarrer und ein feiger Siech. Tschüss, Ori. Folge zu meinem Gewissen. Pass auf dich auf, Bub. Katharina hat abgesehen. Du hast etwas anderes erwartet, hä? Es war spät. Viel früher. Ach. Ja, alles falsch. Das kannst du jetzt nicht mehr nennen. Irgendwie habe ich noch gehofft, wegen meinen Augen. Weißt du, sie war so betroffen. Wie hast du so unter Druck gesetzt? Was denkst du? Dass du auf Mitleid gemacht hast. Ich hab es. Ja, du, also auf jeden Fall, sie war nie deine erste Wahl. Du hast sie immer abgelehnt, auch wenn sie noch so bereit wäre. Misch mir das jetzt noch vor? Sonst denke ich, vergangen. Nein, aber das, was du noch gemeint hast, dass du nichts und niemand brauchst, was dir der eine hilft. Wo der Ron gestorben ist, war Katrin hinten und vorne noch nicht so weit gewesen, um den Laden zu übernehmen. Ja, aber jetzt ist sie es und jetzt will sie nicht mehr. Schau, es war immer nur der Thomas, den du ins Auge gefasst hast. Ja, das wäre dein Traum gewesen, dass dein Enkel die Firma weiterleitet. Ja, das ist Vergangenheit und damit passt das. Ja, dann red doch wieder einmal mit ihm. Nicht mit ihm? Also das erste Mal mit mir reden, aber für ihn bin ich ja gestorben. Vielleicht wartet er doch nur drauf. Er hätte ihn doch immer so gern gehabt. Ich gehe nicht um. Dann versöhne dich doch mit ihm. Geh doch einfach zu ihm und versöhne dich mit ihm. Der Thomas weiss nicht, was mit deinen Augen los ist. Also Jean-Jacques, wenn du stirbst und du hast nicht Frieden gemacht mit ihm. Sie sind also Anwalt? Auf dem Weg dazu. Ich habe gerade das Studium fertig gemacht und arbeite jetzt bei Doppler Zellweger und Partner. Ah. Nicht gerade der richtige Art für einen werdenden Anwalt mit linker Gesinnung, hä? Ich wollte nur mein Handwerk lernen. Gut. Dann ist Ihnen sicher auch klar, dass ich die Asylfälle nicht als Härtefälle einstufen kann. Prinzipiell schon. Und dass ich mich einzig und allein aufs Gesetz abstütze und nicht auf linke Gefühlsleien. Ich glaube, es wäre gleich besser. Sie würde in dieser Sache ihren Ermessensspielraum ausschöpfen. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Wieder schauen, Herr Lüthi. Ich
Ich bin überzeugt, wir werden das wieder sehen. Und ich bin überzeugt, es wäre besser, sie würden mich jetzt nicht einfach so rausfallen. Sie verschwendet meine Zeit. Ich muss mich wiederholen. Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass die Menschen zurückgeschickt werden. Und wie gesagt, das wäre auch Ihrem Interesse. Haben Sie mir eine Flasche Wein mitgebracht? Ach, nicht direkt. Jetzt lassen Sie mal zu, junger Mann. Ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Sie gehen jetzt durch diese Tür und wir vergessen beide, dass Sie jeder Angst sind. Nein, so einfach geht das nicht. Ich glaube, Sie haben nicht ganz verstanden, dass ich Ihnen entgegenkomme. Inwiefern? Insofern, dass Sie sehr jung und unerfahren sind. Und dass ich nicht Ihre Karriere ruinieren will. Jeder macht schließlich mal einen Fehler. Ja, eben genau. Jeder macht mal einen Fehler. Es langt. Auf Wiedersehen. Oder haben Sie die Flasche Wein vergessen, die Sie dort mal bekommen haben? Zinslose Hypothek, 2 Millionen. Wenn Sie das Verfahren gegen eine gewisse Privatbank einstellen. Was erlauben Sie sich eigentlich? Das ist eine infame Verleumdung. Sie verlassen jetzt unverzüglich herum. Und noch ein Wort. Und ich mache Sie fertig. Dann können Sie sich Ihres Anwaltspatent. Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind, Sie? Schlüssel Sie! Daher weht der Wind. Hauen Sie ab. Aber lassen Sie sich eins sagen. Irgendwann wird Sie das einholen. Wenn Sie für den Weg entscheidet, dann kann ich mehr zurück. Ich weiß, von was ich rede. Ich weiß, von was ich rede. Thomas! Johanna, wieso meldet ihr euch nicht an? Wir haben dich nicht erreicht. Ich habe ein Handy. Wir haben es nur da probiert. Lass es nicht rein. Im Moment ist wirklich... Großvater wird mit dir reden. Hey, Thomas. Ich aber nicht mit ihm, das wissen Sie doch. Thomas, es ist wichtig, bitte. Merci. Also was ist, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Ja. Jean-Jacques, du, es geht ihm im Moment nicht sehr gut. Sag doch auch etwas. Soll ich das sagen, dass ich Ringwirte? Was? Komm, sitz da her, Jean-Jacques. Was? So einfach kann man das nicht sagen. Das ist aber so. Ja, was hast du denn genau? Makuladegeneration. Da kann man ja sicher irgendetwas machen, oder? Ja, das kann man probieren, aber also der Verlauf ist unterschiedlich. Du siehst doch noch gut. Nicht mehr so gut. Du hast ja nicht mal eine Brille. Ja, das Tag, das sehe ich zum Beispiel noch gut. Und dann ist es überhaupt nicht. Und irgendwann ist es eben fertig. Shit. Es tut mir echt leid. Thomas. Können wir uns nicht versöhnen. Du bist meine grösste Hoffnung, schon immer gesehen. Was soll es das heißen? Dass du mir auch mein Nachfolger wirst. Ihr könnt doch nicht einfach da reinschneien und... Sorry, das wird mir jetzt einfach alles ein zu viel. Ja, hallo? Was, jetzt? Nein, das geht nicht. Kannst du nicht später? Hallo? Scheiße. Ihr müsst jetzt. Sorry, wir können ja telefonieren, aber es kommt jetzt gerade etwas. Es tut mir wirklich leid. Thomas, gratuliert dir. Ja, schau an. Mein Vater. Habt ihr gerade gehen wollen? Bleibt nur. Ich muss nur kurz mit dem Thomas etwas besprechen, dann gehe ich gerade wieder. Das hat geklappt. Gut, dass du so vernünftig warst und rechtzeitig interveniert hast. Wieso weißt du das? Der Derungs hat gerade mit mir telefoniert. Sämtliche Asylbewerber sind als Härtefälle anerkannt worden. Es hat funktioniert. Was für Asylbewerber? Um was geht es hier eigentlich? Der Thomas erklärt euch das gerade.
Der hat sich fast aufgehängt. Vater, wenn du etwas brauchst, du kennst ja meine Nummer. Thomas, weiter so. Was hat funktioniert? Was hast du dir eingeladen? Thomas, du kannst uns das sicher anvertrauen. Thomas, wenn der Frick so triumphiert, der ist etwas sicher ganz Fieses. Schau, dass du da wieder rauskommst. Komm mit mir. Lass alles liegen, alles hängen lassen. Und fahr ganz neu an. Ja, eben nicht, aber vergiss nicht, meine Tür ist immer für dich offen. Du kannst jederzeit bei mir anfangen. Jederzeit. Komm schon, Jacques. Yes, yes, all of you can stay in Switzerland. And what about the rest of my family? I don't know. Please, silence. I'll explain everything to you. Ah, Herr Pfarrer. Ja, was ist denn da los? Also, ich kann nichts mehr für Sie tun. Niente, nada. Herr Pfarrer. Was machen denn Sie eigentlich da? Haben Sie den Artikel gelesen? Ich bin da noch kurz mal und sage, das könnte da bleiben. Können Sie aber nicht, das ist es ja. Sie müssen sofort von da weg. Fertig, Killenasyl. Ulrich, jetzt hören Sie doch einmal zu. Es sind alle als Härtefälle akzeptiert worden. Alle können in der Schweiz bleiben. Was? Das ist ja wunderbar. Das heisst, Sie müssen nicht mehr da bei mir im Kirchengemeindehaus sein? Nein. So, so. Hat sich also gleich gelohnt, dass ich tapfer war und durchgegeben habe. Ja. Ja, wie ist denn das plötzlich so gekommen? Irgendwelche Rekurs, ich weiß auch nicht genau. Ja, sehen Sie, manchmal hilft einem Gott ja doch. Man muss nur genug Mut beweisen. Aber Sie sollten heute noch von da weg.